Jede Zeit erschafft sich ihre Antike aus Vorstellungsbildern. Aus Bildern, die sich einerseits auf die realen Artefakte und auf die jeweiligen Erkenntnisse zur antiken Überlieferung stützen, andererseits aber immer auch von Fantasien beflügelt sind. Das Forschungsprojekt Phönix aus der Asche untersucht antiken Bilder in diesem Spannungsfeld. Wie wurden Vorstellungen, wie wurden Bilder der Antike durch das Medium der Druckgrafik verbreitet und verändert vom späten 15. bis ins mittlere 19. Jahrhundert? Die Bedeutung der Druckgrafiken für die visuelle Wissensvermittlung und als Wissensspeicher ist dabei kaum zu überschätzen. Dabei interessieren uns vor allem die Druckgrafiken und Werke, die neue Wiedergabemöglichkeiten erproben. Funddokumentationen, Wiedergabe von dreidimensionalen Objekten aus verschiedenen Blickwinkeln, Farbigkeit, aber auch besonders wirkmächtige Rekonstruktionen und Fantasien zur Antike. Diese Druckgrafiken zwischen Wunschbild und Wissenschaft eröffnen so wichtige Einblicke in visuelle Ausdifferenzierungsprozesse im Europa der frühen Neuzeit. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt sich die Fotografie als neues Medium für die Visualisierung der Antike an der Seite der Druckgrafik zu behaupten. Wegen ihrer Objektivität eignet sich die Fotografie besonders für die archäologische Dokumentation. Fotografie wird nicht nur zur archäologischen Dokumentation eingesetzt, sondern auch um belebte Szenen darzustellen. Also die Antike wird inszeniert, zum Beispiel Jugendlichen werden in antiken Gewändern vor Ruinen fotografiert, im Fall von Taormina, Pompeji oder eben der Adriansvilla. Mein von der DFG gefordertes Forschungsprojekt zur Rezeption der Hadriansvilla im 18. und 19. Jahrhundert ist im Zentralinstitut für Kunstgeschichte angesiedelt. Meine Forschungsarbeiten können sehr von der Fachbibliothek und von der Fotothek profitieren. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit den Forschungsabteilungen des Instituts gewinnbringend.